Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wir Menschen wollen uns oftmals nicht festlegen. Doch Gott hat sich festgelegt. Gott hat Ja gesagt. Bei Gott gibt es kein Vielleicht. Was er sagt, das gilt. Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Er ist unveränderlich, ein Fels und unser Halt. Ja, nein oder vielleicht? Für eines von den dreien müssen wir uns jeden Tag entscheiden. Bei allem, was wir tun und was wir sagen. Manchmal ist es eindeutig und manchmal auch nur vielleicht. In Jakobus 5, Vers 12, da steht: Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Ist das so in unserem Leben? Eigentlich denken wir gar nicht darüber nach. Unser Leben ist voll von schnellen Entscheidungen. Viele Menschen verstecken sich hinter einem Vielleicht. Unverbindlichkeit heißt vielleicht. Ja, vielleicht komme ich, vielleicht auch nicht. Man kann sich nicht darauf verlassen. Vielleicht mache ich das, vielleicht komme ich, vielleicht helfe ich mit. In allen Lebensbereichen finden wir das. Privat, im Geschäftsleben und auch in der Gemeinde. Diese Unverbindlichkeit. Früher machte man Geschäfte mit einem Handschlag. Da galt ein Wort und da konnte man sich darauf verlassen. Heute ist das anders. Heute ist das sehr selten. Aber was bedeutet das für uns? Dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Es ist nicht nur, dass wir Ja oder Nein sagen, sondern euer Ja sei ein Ja. Und euer Nein sei ein Nein. Und dieses Sei heißt, es soll so sein. Und unser Ja soll ein Ja sein und das bedarf einer Handlung. Und unser Nein ebenso. Es bedeutet immer auch eine Handlung danach, wenn wir es sagen. Verbindlichkeit und Handlung. Ja und Nein sind die angemessenen Antworten auf richtig und falsch. Wir sollen nicht Ja sagen und dann tun, was wir wollen. Und das treffen wir doch oft an. Manchmal ist es so bei Menschen, wenn sie Jesus in ihr Leben aufnehmen. Sie sagen Ja zu Jesus, bezeugen es vielleicht auch vor Menschen, und tun dann weiterhin, was sie wollen. Das heißt, sie leben das alte Leben weiter. Jesus sagt, ich mache alles neu. Und neu heißt anders, dass unser Leben anders wird. Und das sollte man auch sehen in unserem Leben. Wenn du Ja zu Jesus sagst, bist du auch verpflichtet, laut der Bibel danach zu handeln und zu leben. Sonst ist das ein Ja, auf das ein Nein folgt. Man sagt Ja und die Handlungsweise ist aber ein Nein. Wo die Grundlagen der Bibel fehlen, heißt die Antwort vielleicht. Die Lebensweise vieler Menschen ist Unentschlossenheit und Unverbindlichkeit. Das heißt, vielleicht könnte sein, mal sehen, mal abwarten,
ich denke darüber nach, ich weiß noch nicht und so weiter. Man will sich nicht festlegen. Es könnte ja noch ein besseres Angebot nachkommen. Einfach alles offen lassen. Festlegen heißt, sich entscheiden und dazu stehen, beziehungsweise danach handeln. In unserer Gesellschaft gibt es auch kein klares Ja mehr zur Ehe. Das Denken ist oft Ja nicht festlegen. Vielleicht kommt noch was Besseres nach. Ich will mich nicht binden, heißt es. Und so bin ich aus der Verantwortung heraus. Doch laut der Bibel sollen wir füreinander Verantwortung übernehmen, besonders auch in einer Ehe. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt auch Verantwortung zu übernehmen, auch für meinen Nächsten. Und das heißt auch für unser Umfeld, soweit wir da Einfluss haben. Viele Menschen legen sich nicht fest. Der Trend, alles offen zu halten, gibt uns immer mehr Unsicherheit. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. In jedem Lebensbereich kann man das beobachten. Unverbindlichkeit. Ein Beispiel. Menschen werden gesucht, zu helfen für bestimmte Anlässe. Und man trägt sich sogar in eine Liste ein. Und dann kommt man doch nicht. Ein Ja zu einer Sache beinhaltet immer ein Nein zu anderen Angeboten. Es benötigt eine klare Entscheidung. Und je größer das Angebot, desto größer die Unsicherheit. Was soll ich nehmen? Für was soll ich mich entscheiden? Und wir haben in vielen Bereichen Überangebot. Wir sind unsicher, für was soll ich mich entscheiden, was ist das Richtige? Und das ist Verwirrung durch Überangebot. In allen Bereichen, in den Medien, bei den Waren, eine unübersichtliche Menge von Freizeitangeboten. Und auch im geistlichen Bereich gibt es eine große Auswahl, ein Sortiment an Sekten, okkulte Angebote, esoterische Auswahl und so weiter. Eine reiche Auswahl an Angeboten. Und es wird auch vieles ausprobiert. Viele Menschen können sich nicht entscheiden, was sie wollen. In Apostelgeschichte 17, Vers 21, da steht: Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Das passt doch auch in unsere heutige Zeit, oder? Man muss doch immer etwas Neues haben, etwas Neues wissen. Und Neuigkeiten sind interessant. Deshalb hatten die Athener auch so viele Götter. Sie konnten sich nicht entscheiden. Immer musste es etwas Neues sein und sie verbrachten ihre ganze Zeit damit. Und diese Unentschlossenheit finden wir auch heute. Unentschlossenheit ist ein Zeiträuber. Unentschlossenheit ist ein Gegenüber von Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit treibt uns an, nach etwas Besserem zu suchen. Wir haben keinen Frieden und sind immer auf der Suche. Ein Ja beinhaltet immer ein Nein zu anderen Angeboten. Wenn wir alles haben wollen, haben wir oft nichts. Wir müssen wieder einen gesunden Verzicht lernen. Die Werbung gaukelt uns vor, dass wir alles haben können. Doch ist alles Haben auch gut für uns? Stell dir mal vor, du würdest alles haben, wirklich alles.
Man kann sich doch auf nichts mehr freuen, wenn man alles hat. Und diese Vielfalt erschlägt einen. Man wird unzufrieden, weil man gar nicht mehr weiß, was man will. Man hat gar keinen Grund mehr, sich um etwas zu bemühen und sich auf etwas zu freuen. Und das erzeugt eine Leere in uns, in unserer Seele. Die Menschen sind bemüht, diese Leere in ihrer Seele aufzufüllen und suchen nach immer mehr. Alles zu haben, füllt diese Leere in uns nicht aus. Das dreht sich immer im Kreis. Wenn wir alles haben wollen, die Welt und Gott, haben wir gar nichts in biblischem Sinn. Gott kennt kein Vielleicht, nur ein klares Ja oder Nein. Entweder Jesus bzw. das Reich Gottes oder die Welt. Wenn wir uns nicht klar entscheiden, werden wir immer auf die Verlockungen hereinfallen. Wir wollen dann alles haben. Dem Nachbarn geht es viel besser als mir. Der hat dieses oder jenes. Wir begehren des anderen Mann oder Frau. Wir müssen alles kaufen, sonst sind wir nicht in. Da geht es um Haben, Haben, Haben. Und das ist Gier. Wenn wir Jesus ein klares Ja geben, werden wir die Gier, alles haben zu müssen, verlieren. Wir Menschen wollen uns oftmals nicht festlegen. Doch Gott hat sich festgelegt. Gott hat Ja gesagt. Bei Gott gibt es kein Vielleicht. Hätte Gott vielleicht gesagt, ginge es uns nicht gut. Das wäre schrecklich. Vielleicht vergebe ich dir deine Sünden. Wenn er sagen würde, mal sehen, ich überleg mal, ob ich dir deine Sünden vergebe. Komm drauf an, mal nachdenken. Was würden wir mit einem Vielleicht von Gott machen? Wir hätten keine Sicherheit und keine Perspektive für unser Leben. Unser Gott hat kein Vielleicht. Er hat sich festgelegt. Auf sein Wort können wir bauen. Ist das nicht großartig, diese Sicherheit, die wir haben dürfen? Eine tiefe Gewissheit, die es nur bei Jesus gibt. Was er sagt, das gilt. Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Er ist unveränderlich, ein Fels und unser Halt. Gott sei Dank hat Jesus Ja gesagt und nicht vielleicht oder mal sehen. Und das Beste, er hat auch danach gehandelt, am Kreuz von Golgatha. Er ging ans Kreuz. Er hat es nicht nur gesagt, sondern er tat es. Es waren keine leeren Versprechungen. Er hat uns verbindlich zugesagt, dass, wenn wir an ihn glauben, wir das ewige Leben haben. Feste, unumstößliche Aussagen, Zusagen aus Gottes Wort. Gestern, heute und ewig gültig. Hätte Gott nicht eindeutig entschieden, uns unsere Sünden zu vergeben, ein für alle Mal, würden sich unsere Sünden aufladen zu einem riesigen Berg und sie würden uns erdrücken. Gott hat Ja zu uns gesagt, zu deinem Leben, zu dir. Und dieses Ja möchte er auch von uns haben. Eine klare Entscheidung und so soll auch unser Leben aussehen. Jakobus 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid.
Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Hier geht es um das Schwören, um eine Aussage zu bekräftigen, um glaubwürdig zu sein. Christen brauchen nicht zu schwören, um glaubwürdig zu sein. Unser Leben muss glaubwürdig sein. Ein Ja, ein Ja und ein Nein. Wenn man deinem Wort nicht glauben kann, dann stimmt etwas nicht. Wenn wir nach Gottes Geboten leben, ist unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein. Und daraus müssen unsere Taten folgen. Wenn wir nicht so handeln, wie wir sagen, werden wir unter ein Gericht fallen. So steht es in diesem Bibelvers. Wir werden angeklagt, wenn unser Ja kein Ja und unser Nein kein Nein ist. Es ist eine Lüge, wenn wir so sagen und anders handeln. Matthäus 5, Vers 34 bis 37. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was aber mehr ist als dieses, ist vom Bösen. Wir sollen zu unserem Wort stehen und dann brauchen wir auch nicht zu schwören. So wie Jesus zu seinem Wort steht, so sollen wir das auch tun. Vertrauenswürdig, verlässlich, verbindlich. Das heißt, wenn wir etwas sagen, dann ist es auch so. In 2. Korinther 1, Vers 17 bis 20 sagt Paulus Folgendes: Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtfertig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wäre. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Paulus lebte verbindlich und das sollen wir auch tun. Wenn Jesus in uns wohnt, dann handeln wir so wie er. In ihm ist ein Ja geschehen, sagt Paulus. Das heißt, er tut, was er verspricht, beziehungsweise was er versprochen hat. Mit einem vielleicht hinter Gottes Verheißungen wäre unser Glaube hinfällig. Was sollten wir glauben, wenn es ein vielleicht wäre? Du könntest vielleicht hoffen, dass eventuell mal etwas in Erfüllung geht. Und wir könnten uns nie darauf verlassen. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende, das Ja und das Amen. Gott hat Ja gesagt und deshalb können wir uns darauf verlassen, dass er es auch tut und dass er uns hilft und dass er mit uns ist. Ja oder Nein zu sagen, bedeutet einen Standpunkt zu haben. Ich muss mich entscheiden für Jesus oder gegen Jesus. In der Bibel gibt es kein Vielleicht. Jesus hat nicht zu den Kranken gesagt, vielleicht werde ich dich heilen. Er sagte zum Beispiel, steh auf. Es war immer eine Ja-Handlung, weil er mit seinem Ja bzw. seinem Wollen dahinter stand und dahinter steht.
Vielleicht oder Unentschlossenheit oder Unverbindlichkeit ist eine Grauzone bzw. eine lauwarme Zone. In der Bibel gibt es keine Grauzone. Offenbarung 3, Vers 15 und 16. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jesus lässt ein Vielleicht nicht gelten. Vielleicht ist Lauheit. Das heißt für uns, eine Entscheidung zu treffen. Ein Ja zu Jesus und ein Nein zu den Machenschaften des Teufels. Die Entscheidung zu treffen, Herr, mit mir kannst du rechnen, egal was sein wird. Dann ist auch klar, dass wir zu den Machenschaften des Feindes ein klares Nein haben. Auch die Bibel hat für uns klare Beispiele. In 1. Mose 39, 7 bis 12 lesen wir die Geschichte von Josef, als er in Potiphars Haus war. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Josef hat sofort eine klare Stellung bezogen. Er hat Nein gesagt und auch so gehandelt, und zwar mit Nachdruck. Er hat sich nicht überreden lassen, sondern ist geflohen. Er hat nicht nachgedacht, was könnte dabei für mich rausspringen. Er sagte nicht mal sehen oder vielleicht. Er hat sich auf die Seite Gottes gestellt und gesagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Er hat Ja zu Gott gesagt und auch so gehandelt. Wir brauchen Mut, zu unserem Ja oder zu unserem Nein zu stehen. Ja oder Nein zu sagen ist oft einfach. Aber eine klare Stellung zu beziehen, fällt uns oft schwer. An unserer Handlungsweise muss unser Standpunkt sichtbar werden. Matthäus 21, 28 bis 30. Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Es ist nicht nur das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Sind wir wankelmütig? Ich überlege es mir. Ja, vielleicht mal sehen, weiß noch nicht. Ist nicht so wichtig, kommt drauf an und so weiter. Solche Aussagen brauchen keine konkrete Handlungsweisen. Eine offene Situation und man braucht sich nicht festzulegen. Wir sollten uns aber festlegen. Gott hat Ja zu dir gesagt und nicht vielleicht.
und er hat auch seine Meinung nicht geändert. Es heißt, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Entscheidend ist unsere Handlungsweise. Zum Schluss noch Epheser 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und diese Weisheit brauchen wir. Ändere nicht immer deine Meinung, sondern steh fest und richte deinen Fokus auf Jesus. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.